Der Streamingdienst Netflix plant einen Tarif mit Werbung. Noch 2022 soll dieser eingeführt werden, berichtet die New York Times. Die preisgünstigere Variante inklusive Spots sei bis zum vierten Quartal zu erwarten. Das soll aus einer durchgesickerten Mitteilung an die Mitarbeiter hervorgehen. Zudem betonte Netflix in dem Statement angeblich den Erfolg von HBO Max und Hulu. Beide würden werbefinanzierte Dienste anbieten und seien gleichzeitig in der Lage, sich als starke Marken zu behaupten. In der Mitteilung soll Netflix außerdem angekündigt haben, dass der Plan zur Begrenzung der Passwortfreigabe beschleunigt werden soll. Dabei wird die gemeinsame Nutzung von Accounts außerhalb eines Haushalts nicht verboten, sondern mit zusätzlichen Kosten ermöglicht. In Chile, Costa Rica und Peru gibt es dafür schon ein $2,99 Testprogramm. Reed Hastings, Co-CEO von Netflix, hatte vor kurzem die Werbefinanzierung angekündigt. Dabei sprach er aber von einer Einführung in 1 bis 2 Jahren. Jetzt wird das Vorhaben wohl schneller umgesetzt als erwartet.